Freunde und Pokémon, willkommen zu einer neuen Folge Mutant Mats Deluxe. Heute ist die letzte Folge von dem, ich sag mal, normalen Let's Play. Zumindest gebe ich mein Bestes. Ja. Und wir machen 3 Level. 2, die super lang sind und 6 wirklich schwer. Also da werde ich lange brauchen. Und 1, das ist das hier, das ist nicht sehr schwer. Das ist, ne. Das ist nicht so schwer. Sagen wir mal einfach so. Es ist schwer, aber nicht so schwer. Es ist noch so schwer, dass man das auch schaffen kann, ja? Nicht so asozial wie gleich die letzten beiden Level, die ihr sehen werdet. Die letzten Level so gesehen. Und ich hoffe, meine Stimme oder meine Audio ist nicht so kacke, weil ich nehme das spontan auf. Weil wie ihr schon gemerkt habt, habe ich schon lange kein Video mehr gemacht. Och, scheiße, ey. Da war der Checkpoint. Das lag daran, dass ich krank war und ich einfach keinen Bock hatte auf Mutant Mats. Vor allem wegen diesen 3 Leveln. Dieses eine ist einfach nur nervig. Es ist wirklich einfach. Haben wir gerade gesehen, Mike. Ja, sorry. Aber es ist wirklich einfach. Und ja. Es hat schon besser, ne? So, rüber. Sammel alles ein. Wieder rüber. Es hat mich nicht bekommen, aber dafür das andere Teil, ja, wow. Ob sich das gelohnt hat, ist auch die Frage. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich bin heute ganz komisch, also keine Ahnung. Ich will einfach nur die Welt endlich durchhaben. Ich will es endlich beenden, das Projekt. Aber nach diesen 3 Leveln geht das Spiel jetzt leider noch weiter, ne? Das wisst ihr schon. Und zwar werde ich dann alle Bonus-Level machen. Ja. Das kann ein bisschen dauern, denn es gibt viele. Aber hier gibt es noch 2 Level und dann sind wir mit der Geisterwelt. Och, war das scheiße, Mann. Das war richtig dumm. Sorry. Sind wir dann durch, weil die Geisterwelt hat wirklich nur 20 Level. Nur. Aber alles sind halt schwer, ne? Habt ihr auch gemerkt. Oder seht ihr gerade. Aber das letzte Level. Das ist gestört. Das ist... Ich würde nicht gestört nennen, aber schwer. Vor allem diese Passage. Das ist die letzte Passage. Kaum zu glauben. Der Checkpoint ist kurz vorm Ende. Also... Klar, der macht noch Sinn. Checkpoints machen hier immer Sinn in diesem Spiel. Also von daher. Oh Mann, ist es dumm. So. Ja, keine Ahnung, was der machen soll, ey. Ohne Witz. Und wenn ich jetzt sterbe noch, ne, dann weil. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu einfach nichts. Nein. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Dazu auch nicht, mit meiner Dummheit. Also das Level ist eigentlich ganz schön kurz. Und ich bin halt zu dumm, das zu machen. Dafür entschuldige ich mich mal. Oh Mann, wieso triffst du dich bei diesem Lappen, ey? Oder bei dem Lappen. Oder bei dem. Heute ist nicht mein Tag. Ich sehe es schon. Vielleicht muss ich die Folge sogar neu machen. Also ich werde wirklich oft cutten, weil ich die Level wahrscheinlich zu anderen Zeitpunkten mache. Ich habe mir sogar kurzzeitig überlegt, ob ich sogar Facecam mache mit meiner Rage Quit Reaction, sage ich mal. Also ich werde heute sicherlich noch Rage Quitten. Und wenn ja, dann schreibe ich euch das auf Twitter. Also ich nehme das vor auf. Aber den Rest... Ich habe es selber endlich geschafft. Der Rest, der kommt dann... ihr wisst schon Bescheid. So, jetzt kommt das schwierigste Level, meiner Meinung nach, im normalen Mutant-Bus. Und hier... muss man einfach taktisch vorgehen. Taktisch. Einmal den killen, springen, killen, weitergehen. Ich habe das Level schon, wie oft habe ich das gemacht? Ich glaube 100 Mal oder so. Weil ich einfach nicht weitergekommen bin. Weil das Level ist kacke schwer. Ja. Da braucht man Übung für. Ich habe schon ein bisschen Übung, wie ihr seht. Ich kenne das Level auswendig. Klar, ich habe es auch 10.000 Mal gespielt. Aber das andere Level. Der Geisterwelt, das habe ich nie durchgespielt. Das habe ich nie geschafft. Und wenn ihr euch hier treffen lässt, bringt euch einfach um. Dann hat nämlich keinen Sinn mehr. Ich glaub, ja.
Och, ja. Man braucht die Leben für später. Die Entwickler haben die, glaube ich, geraucht in diesem Level. Zumindest kommt das so vor. Ey, ohne Witz. Dieses Level ist ein... Was ist mit dem los? Wieso... Ich habe das Problem noch nie, dass er sich dir immer anstößt, ey. Komm, bam, okay. Also das letzte Level von der Geisterwelt, also das nächste Level, sagen wir mal, das wird gecuttet, wahrscheinlich. Ich bin mir da noch nicht sicher. Aber ich werde da Rage quitten. In diesem... ich glaube nicht wirklich. Deshalb, ja. Ja, ich kenne das ja auswendig. Ich weiß, was auf mich zukommt. Und ich weiß, was ich machen muss. Aber ich weiß nicht, wie ich mich beschütze. So gesehen, ja. So, weg. Und dann ist mir egal. Wenigstens nicht sofort down. Weil das ist schon weit. Das ist ein Viertel geschafft bis jetzt. Weiter. Springen. Okay, das ist super. Bam, 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 bam. Weiter. Bam, 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 bam. Einfach weiter schießen. Denn da unten sind Gegner. So. Oh, ich stelle mich nicht so schlecht an. Im ersten Level richtig schlecht. Den erstmal tot schießen. Dann ist hier richtig einfach. Hier einfach so. Macht einfach das noch, was ich mache. Außer die Tods. Die Tods lässt ihr aus. Die Fails. Hier genau dann, wenn sie rüberfliegen. So. Abschießen. Wenn es euch zu schwer ist, darüber zu kommen, schießt die auch einfach ab. Aufpassen. Oh, die am besten töten. Zumindest wäre es... Okay, diese Stelle ist asozial. Hier würde ich gerne ein Safe Set machen. Aber sowas gibt es ja nicht in Newtons. Okay, ich habe die Passage wirklich gut geschafft. Ich hang an der Passage richtig lang. Aber euch interessiert nicht, wo ich hänge oder wie auch immer. Ich wollte einfach nur sehen, wie ich faile oder wie ich es geschafft habe. Von daher gebe ich mein Bestes. Oh nein. Okay, wenn ich jetzt sterbe... Gibt ein Dislike. Ja, okay. Kein Dislike. You. Nein, ich freue mich, dass ich natürlich lebe. Ist ja klar. So, jetzt könnt ihr mich umbringen. Das ist der einzigste Checkpoint und der ist... Also die Coins sagen ja einem, dass der nah am Anfang ist, aber nein, der ist so wirklich gut gemacht. Wirklich mittig und so. Also ja. Ich freue mich, dass ich hier richtig chillig durchkomme. Gut, dass ich das geübt habe, das Level. Aber das nächste Level, der Rage quitte ich. Ich wette um... 10 Euro, dass ich Rage quitte. Also wenn ich gewinne, dann gibt ihr mir alle 10... Na, okay. Komm, bab, bab. Der hat viele Leben, aber das ist easy, oder? Okay, aufpassen. Jetzt noch sterben ist wirklich peinlich. Und... Scheiße. Wow. Ich meine, ich habe 3 Leben. Muss jetzt gegen den Spacken da kämpfen. Mit Legs. Wie geil. Legs. Ich liebe Legs. Super. Okay. Okay, hier fliegen. Ich empfehle euch in diesem Level das Upgrade Jetpack. Das ist besser. Okay, warten. Bam, 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 bam. Okay, warten. Bam. Killen. Boah, wir sind ja richtig gut heute. Ihr spielt ja nicht. Es ist ja mein Spiel. Aber ihr wisst, was ich damit meine. Gut. Zack. Also ich möchte nicht vorstellen, wie jemand dieses Level ohne irgendein Upgrade macht. Man kann das Level aber auch leicht, ich sag mal, leicht schwieriger. Also... es ist immer noch schwierig dann, aber es ist leichter, wenn man das Jump-Ding da hat, das Jump-Upgrade. Ich habe jetzt voll Angst, ich will jetzt nicht sterben, ich bin voll weit. Das ist das letzte Level, ich weiß nicht, was danach kommt. Ich habe das zwar geschafft, aber ich habe, das ist schon ein bisschen her. Und dieser Sprung habe ich geschafft. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Was? Incredible work, you collected the last water sprite in space. There are just as many secret water sprites? That's right. Plenty secret water sprites must also be found in our home world. Ja, das sind die Bonus-Level, wie ich gesagt habe. Aber jetzt passt auf. Das gleiche Level in Hardcore. Oder auch nicht. Ja, Leute, ich sehe gerade einen Hintergrund, ein Gameplay, wo ich euch das erste Level, der erste Bonus-Level zeige. Das hatte ich schon in der ersten Folge, wie ihr wisst. Also, ihr solltet es zumindest wissen. Und ja, auf jeden Fall.
mache ich das jetzt hier, weil das Level, was ich machen wollte gerade, was ich gerade gesehen habe, das Hardcore-Level, das mache ich in einer anderen Folge, wenn wir dann etwas Bestimmtes freigeschaltet haben, womit es dann leichter ist, weil das ist zu schwer für mich. Ich habe jetzt wirklich 2-3 Stunden dran versucht, nicht nur auf meinem Privat, sondern auch bei mir. Ich habe es wirklich versucht, aber ich habe es einfach nicht geschafft, deshalb sorry dafür. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm und ihr könnt mir das verzeihen. Auf jeden Fall, in der nächsten Folge werden wir solche Level, wie ihr gerade seht, in der ersten Folge halt, wie gesagt, gesehen habt, machen und fertig machen. Ja, jede Folge kommt dann, keine Ahnung, 4-5 Stück. Mal schauen, wie mein Skill so ist oder wird. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall hoffe ich trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Also mir gefällt das Projekt. Ich gebe mal kurz mein ganz kurzes Fazit. Auf jeden Fall ist das Projekt, also meine Punkteanzahl, das gibt es wirklich am Ende des Projekts. Aber jetzt mein Fazit, bis jetzt, ist ein cooles Spiel, ist aber wirklich schwer. Also ich fände es besser, wenn es vielleicht einen einfachen Modus gäbe. Ich weiß, das Spiel ist schwer, es soll auch schwer sein, aber echt so schwer, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Echt. Und ja, diese Bemerkung lasse ich mir auch noch, lasse ich auch noch da, sage ich mal. Also das speichere ich mir noch im Kopf. Und ja, am Ende des Projekts werdet ihr eh sehen, wie meine Bewertung ist. Also wie viele Sterne ich gebe. Ich gebe nämlich bei jedem Projekt am Ende bis zu 10 Sterne geht es. Aber es wird wahrscheinlich gar kein Spiel geben mit 10. Dann müsste es ja so gut wie perfekt sein. 11 wäre dann perfekt und 10 wäre so gut wie perfekt. Nur damit ihr es versteht. Egal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Trotzdem ist es kurz, so wie die ersten Folgen. Haut rein, Leute. Das letzte Level, also den Leomanwelt, habe ich richtig gut geschafft. Haut rein und tschüss. You